Wunderschönen guten Abend, Piratinnen und Piraten. Heute zur Premiere hier im Tal, im wunderschönen Harz. Ich freue mich, dass so viele Gäste gekommen sind, sicher aufgrund der Einladung. Ich freue mich, dass wir einen Moderator aus Goslar gewinnen konnten, die Technik aus Dessau kommt, Anze aus Aschersleben und unser erster Bewerber heute hier vor uns sitzt, und zwar Dr. Roman Ladek. Wie folgt wird das Ganze sich darstellen? Wir haben genau 30 Minuten eingeplant und wir halten die Zeit exakt ein. Wir haben ein sehr empfindliches Mikrofon, demfolgend haben wir auch Verantwortung, dass das aufgezeichnet wird, was aufgezeichnet werden soll. Ich darf ganz kurz vorstellen, wie wir uns den Plan gemacht haben des heutigen Abends. Und zwar beginnt Dr. Roman Ladek mit einer Vorstellungsmöglichkeit exakt von 10 Minuten. Im Teil 2 werden 5 Fragen, die schon vorab an Herrn Wade gegeben worden sind, von ihm besprochen. Dafür hat er für jede Frage exakt 2 Minuten. Danach werden Fragen aus dem Publikum, Fragen über Pad zugelassen. Sollte keine Frage aus dem Publikum kommen, haben wir die Möglichkeiten, dort Fragen aus einem Lostopf zu ziehen. Ich wünsche uns einen interessanten, spannenden Abend, wünsche neue Erfahrungen für alle, die dort sitzen, die hier sitzen, und viel Spaß, Nurgo. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, ich übernehme dann, möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Mirko Pauli, komme aus Goslar, bin vom Kreisverband Goslar, folge einer Einladung der Piraten Harz, die ich gerne angenommen habe. Viele Grüße auch vom Kreisverband Goslar und wir wünschen euch auch ein gutes Gelingen der Veranstaltung. Und ich werde dann die Kandidaten etwas moderieren, begleiten, wertungsfrei dabei bleiben, werde nur ein bisschen darauf achten, dass die Zeit eingehalten wird, dass das Publikum nicht zu laut ist. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt. Ja, Dr. Roman Ladek, Roman, dann würde ich dir jetzt deine 10 Minuten geben zur Vorstellung deiner Person. Ja, vielen Dank. Erstmal nochmal so vorneweg, nicht so förmlich. Also ja, es ist ein Doktor da, Dr. Renat. Aber ich bin Roman, ne? Da könnt ihr mich auch so ansprechen. Und wenn ihr wollt, auch Herr Ladek, aber das muss alles nicht sein. Ne? Anderer Name im Netz wäre noch Talpa, wer mich von früher noch kennt, da habe ich öfters unter dem Pseudonym geschrieben. Jetzt nicht mehr so, weil ich auch so ein bisschen halt meine ganze Person auch so ein bisschen nicht hinter einem Pseudonym verstecken möchte, sondern ich bin halt das, was ich bin. Und mein Name gehört mit dazu. Zu meiner Person ganz allgemein, ich bin, wie gesagt, Roman Ladek, 34 Jahre alt. Ich habe 2 Kinder, habe mein Studium fertig gemacht. Ich bin Biologe in der Ausrichtung Biochemie, habe in Halle studiert, danach meinen Doktor fertig gemacht und ja, arbeite seitdem ein bisschen freiberuflich und sehr viel ehrenamtlich. Was kann ich so zu meiner Person noch so ein bisschen erzählen, was euch vielleicht so interessieren würde, wäre, ich bin seit 2009 Pirat, ja, ich sag mal ein bisschen von meiner Politisierung, von meinem, ja, sozusagen meinem politischen Werdegang, ist es so ein bisschen von der Erklärung her, dass ich 2 unterschiedliche politische Einstellungen in meiner Familie habe, also die eine halt sehr, ich komme ja auch aus der DDR, muss ich noch dazu sagen, bin dann 12 Jahre lang groß geworden und zum einen Teil waren meine Familie halt sehr, muss man so sagen, staatstreu kommunistisch, haben das so als ihre Ersatzreligion aufgenommen, die andere Hälfte war sehr ablehnend und sehr christlich und so, und in diesem Spannungsfeld bin ich halt ein bisschen groß geworden. Sehr interessant eigentlich so, wenn man das mal so aus dem Nachhinein betrachtet, und ich habe mich für Politik immer so ein bisschen interessiert, aber nicht so wirklich, sag ich mal, wo ich jetzt gesagt hätte, ja, jetzt ist meine Schule vorbei, Abi, was mache ich? Hey, ich studiere Politik. Nee, sowas nicht, sondern ich habe so halt wirklich noch so die Naturwissenschaften sehr interessiert und bin dann im Studium aber schon zum Teil politisch geworden, in der Vertretung von Stura und im Fachschaftsrat und so weiter, habe da auch Hochschulpolitik gemacht. Und so richtig, sagen wir mal, politisiert worden bin ich dann 2009 rum im Zuge der Vorratsdatenspeicherungsdebatte, im Zuge der Zugangserschwerungsdebatte, Zensusula,
Und auch Großteil dann auch mit dieser Subprime-Krise sozusagen, wo ich so ein bisschen halt diese Auflösung dieses Dogmas, dass ja, der Markt wird alles richten und dann werden dann trotzdem irgendwelche Staaten, Quatsch, Banken von Staaten verstaatlicht und es ist alles so wirr und wo kommt das her? Das hat mich nämlich ziemlich interessiert. Ich bin ja halt, wie ich schon erwähnt hatte, Wissenschaftler und habe da immer so einen gewissen Hang dahingehend, halt komplexe Dinge halt auch verstehen zu wollen und mich da halt irgendwie rein zu friemeln. Ja. Und wie ich dann zu den Piraten gekommen bin, kann ich auch kurz erklären, das war 2009 halt, da habe ich ein Interview gesehen mit Dirk Hilbrecht bei Phoenix und da ging es halt um Zensursula, um das Zugangserschwerungsgesetz und der hat sich da ja nicht gut verkauft, stimmt, es ist nicht ganz, aber er hat sich da halt unterbuttern lassen irgendwie so und ich hab da, bin da halt rumgegangen, habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das Ganze läuft vor die Wand. So, ne? Also für mich war damals so dieses Freiheit des Internets und auch die Freiheit der Meinungsäußerung und überhaupt so dieses Medium Internet halt für die gesellschaftliche Entwicklung so bedeutsam, dass diese Diskussionen völlig von Leuten, die keine Ahnung haben, die das gar nicht richtig einschätzen können, was da für ein Potenzial da ist, was überhaupt die Subkultur dahinter ist, dass die darüber entscheiden möchten. Ne? Und damals habe ich gesagt, jetzt musst du was machen, jetzt musst du auf jeden Fall irgendwie da rein. Und ich bin nach zwei, drei Klicks bei den Piraten gelandet, habe auch gesehen, dass die ein Forum haben, bin durch den Forum-Kontakt dann halt sehr schnell zum Austausch mit anderen Leuten gekommen. Wir haben dann im Zuge der nächsten drei, vier Wochen dann halt so die Gründung des Landesverbandes angestrebt und dann war es halt auch so, das war gleichzeitig auch mit der Landeslistenaufstellung zur damaligen Bundestagswahl und für mich war prima die Frage irgendwie in die Runde damals, was fehlt noch, an welchen Ecken muss es noch getan werden, was kann ich beisteuern, damit hier wir den Landesverband gründen können und eine ordentliche Listenaufstellung machen können und das war halt ja, der Protokollant. Das war so ein Job, den keiner machen wollte und da habe ich gesagt, okay, mache ich den und ja, wie ihr alle wisst, haben wir ja den Landesverband dann gegründet und auch einen ziemlich erfolgreichen Bundestagswahlkampf gemacht und waren alle sehr engagiert. Ich hatte auch wirklich zwei Monate lang Pause gemacht von Doktorarbeit dann in dem Moment und mein Chef hat mich damit auch sehr unterstützt, muss ich sagen, also hat mich sehr gut machen lassen, war sehr beeindruckend. Jedenfalls, ja, das ist so Roman, wie er zu den Piraten gekommen ist und Ich lebe halt immer noch so ein bisschen, also was ist so ein bisschen, ich lebe halt wirklich so, seitdem ich da eingebrochen bin, seitdem ich da wirklich mitbekommen habe, es ist, da gibt es eigentlich gar keine Trennung zwischen Gesellschaft und Politik, sondern das ist alles eins und ich bin Teil davon. Und wenn ich irgendwie meine Rechte wahrnehmen möchte und wenn ich nicht möchte, dass mir irgendjemand was vorschreibt oder sowas, dann muss ich mein Recht wahrnehmen, halt mich auch politisch zu engagieren oder mich politisch zu äußern und mich zu bilden und so weiter. Und das hat mich seitdem halt begleitet und ich bin halt auch viel stärker sozusagen in diese Richtung gegangen, halt mich selbst zu verwirklichen, weil ich halt wirklich sehe, dass die Gesellschaft und das politische System halt fehlerhaft ist. Und wie ich schon eingehend erwähnt habe, also wenn ich dann irgendwelche Hypothesen habe, irgendwelche Krisen wie die Subprime-Krise oder halt irgendwelche Phänomene, die ich nicht verstehe, dann ja. Dann friemle ich mir die halt ein bisschen auseinander und schaue, wo dann Ansätze wären, um das, sagen wir mal, wieder dahin zu bringen, dass es funktioniert. Ja. Und das ist auch so ein Traum von mir, in einer Gesellschaft zu leben, in einer Demokratie, die, sagen wir mal, aus sich heraus selbst funktioniert und aus sich selbst heraus lebt. Okay. Ja. Okay, dankeschön, Roman. Ich muss etwas nachholen. Ich habe sträflicherweise vergessen, den Stream zu begrüßen. Hallo, lieber Stream. Ja, bei den Piraten ist das schon etwas straflich. Also wie gesagt, hallo an alle, die am Stream sind und uns zuschauen und auch zuhören. Das war Romans Vorstellung. Dankeschön. Wir machen das jetzt weiter, dass du von mir die fünf festen Fragen bekommst. Mhm. Und du hast pro Frage Zeit. Ich erkläre das auch ganz kurz für den Stream. Pro Frage Zeit von 2 Minuten, diese Frage zu beantworten. Nach 2 Minuten gibt es in kurzen Abständen jeweils eine Klingel und nach 2 Minuten 30 Sekunden wird der Ton abgedreht, also du kannst dann nicht mehr reden. Ja. Ja? Ich werde das so machen, dass ich die Frage nochmal vorlese,
damit der Stream die auch hören kann. Und auch die Leute im Publikum, die die Fragen noch nicht kennen, dass sie sie auch nochmal hören. Und dann laufen die 2 Minuten. Ich kriege ein Signal, wann es anfängt. Okay, gut. Also lese ich dir deine erste Frage vor. Achso, ganz kurz noch, wenn die 5 festen Fragen vorbei sind, dann arbeiten wir noch 5 weitere Fragen ein, die vorzugsweise vom Publikum und in der Reihenfolge danach aus dem Stream vom Pad kommen, beziehungsweise falls dort alles erschöpft ist, habe ich hier noch eine wunderschöne Glaskanne mit Fragen, die, von denen du dann eine ziehen darfst. Okay, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Also Roman, welche Eigenschaften unterscheiden dich von den anderen Bewerbern, die dich qualifizieren, einen oberen Listenplatz zu bekommen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Erstens mal kann ich halt nicht wissen, also wie sich die anderen Bewerber sehen, wie sie sich selbst einschätzen. Ich kann halt nur an dem Punkt für mich sprechen. Und mein vordergründigster Punkt, warum ich halt auch denke, dass ich sehr geeignet bin, ist, dass ich ein sehr sachlicher Mensch bin, dass ich ein hohes Einfühlungsvermögen habe, dass ich halt versuche, konstruktiv mit anderen Menschen zu arbeiten, primär vor allen Dingen. Und ja, wie gesagt, schon aus meinem naturwissenschaftlichen Ansatz heraus immer versuche, also die Lösungen konstruktiv herauszuarbeiten. Und das ist halt auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, weil die Arbeit im Bundestag bedarf auch einer gewissen Neudefinition. Und diese Neudefinition liegt in meinen Augen darin, dass halt politische Arbeit da momentan sehr, fast wie eine Religion, sehr, sehr emotional aufgeladen stattfindet. Da ist ein Schaukampf irgendwie im Plenum und das geht nur noch darum, wer ist der Böse und wer hat es gesagt. Und ich möchte wieder dahin kommen, dass Politik nicht irgendwie mit Glauben aufgeladen ist, sondern dass das die Inhalte, die ja letztlich unsere Gesellschaft regeln, dass die auch sachlich miteinander ausgearbeitet werden können. Und da glaube ich, dass ich auch von meiner ganzen Herkunft und meiner Geschichte halt sehr geeignet dafür bin, das genau so zu tun. Okay, Zeit ist okay. Gut, Dankeschön. Dann habe ich gleich die zweite Frage für dich. Hast du dich schon darauf vorbereitet, als Kandidat der Piraten Sachsen-Anhalt einzutreten? Und wie sieht diese Vorbereitung aus? Ja, also ich habe einen Blog habe ich aufgesetzt. Das ist so mehr oder weniger meine einzige Vorbereitung. Weil das wollte ich schon immer machen. Auch in dem Rahmen, dass ich ziemlich auf Social Medias unterwegs bin, die aber, was so die Eigentumsfrage von Bildern und sowas halt immer ein bisschen ungeklärt sind, wollte ich halt da in dem Bereich viel depublizieren, was ich halt auf meinen Blog bringe. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch so, also jetzt nochmal zu der Fragestellung, sehe ich halt auch so, ich kann mich nicht speziell vorbereiten. Ne? Also wie ich schon gesagt habe, wenn wir der Abgeordnete für die Piratenpartei sein sollen, können wir uns nicht irgendwie an anderen orientieren, wie die es machen und die kopieren und dann sozusagen uns das als Maßstab nehmen, sondern wir müssen da auch auf jeden Fall ein neues Denken reinbringen und das können wir nicht, wenn wir als sozusagen etablierten Politikern uns diese als Maßstab nehmen. Deswegen meine Vorbereitung darauf ist einfach, ja, ich bin Pirat seit 2009 und lebe politisch. Okay, vielen Dank für die Antwort. Dann geht es weiter mit der dritten Frage. Ich lese sie noch einmal vor. Nicht jeder hat nur Freunde und daher würde mich interessieren, wie du dafür sorgen willst, dass dich auch Leute unterstützen, denen du in der Vergangenheit auf die Füße getreten hast, beziehungsweise die du vielleicht auch einmal persönlich angegriffen hast. Ja, also wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein sehr neutraler und sachlicher Mensch bin. Ich versuche es auch zu vermeiden, politische Arbeit und Persönliches zu vermischen. Das heißt halt, in der Diskussion halt Gegenargumente persönlich zu nehmen und sowas. Also und letztendlich bin ich auch nicht frei von einer Unsachlichkeit, das glaube ich niemand von uns. Und falls es dann irgendwie passiert ist, kann ich nur jedem anbieten, sozusagen mit mir auf diesen Punkt halt zurückzukommen. Ich möchte auch nicht, ehrlich gesagt, rumrennen und jeden fragen, was er von mir hält und irgendwie seine Kritik oder sowas, sondern wenn, dann ist es so, ich mache meine Arbeit und wenn dann Feedback kommt, ist es meistens dann halt negativ, das ist ganz normal bei uns. Also es gibt ganz wenig positives Feedback.
Da habe ich mich auch so ein bisschen dran gewöhnt. Also wenn du was machst und es kommt halt wenig Feedback, dann ist es okay. Und wenn du halt, wenn es halt negatives Feedback gibt, dann musst du mal schauen und dann gucke ich mir sozusagen, wo sind die konkreten Punkte, wo ich ansetzen kann, wo ich sage, okay, Roman, hier hast du einen Fehler gemacht. Und das mache ich auch. Also ich bin nicht jemand, der irgendwie in seiner eigenen Welt lebt und irgendwie nicht über den Tellerrand geht, sondern ich möchte mich auch weiterentwickeln. Und da sind solche Kritikpunkte auf jeden Fall für mich auch sehr wertvoll, zu gucken, wo hätte ich jetzt anders was machen können. Okay, danke, Roman. Die vorletzte Frage. Du möchtest ja als Sprachrohr der Piratenpartei Basis in den Bundestag einziehen. Wie schätzt du eigentlich dein Verhältnis zu der Basis ein? Ja, die Basis und ich, ne, die Basis, wir müssen reden. Das ist eine ganz, also ich sehe es so, ich bin immer Teil der Basis und ich bin auch primär Teil der Basis. Und ich denke auch nicht irgendwie aus übergeordneter Sicht oder so, selbst wenn ich Vorstandsmitglied bin oder wenn ich Listenkandidat 1 bis 3 bin oder sowas, sondern primär bin ich Basismitglied und das ist auch so ein bisschen was die Piratenpartei halt auszeichnet und halt auch unterscheidet von den etablierten Parteien, ist, dass wir aus der Mitte der Gesellschaft kommen, also dass wir so gut in der Gesellschaft verankert sind, dass wir uns halt als Partei nicht abgrenzen müssen, sondern dass wir immer eigentlich Basis sind, egal was wir tun und egal was wir machen. Okay, danke. Dann noch eine der 5 festen Fragen, die letzte. Wir haben ja die Gewissensfreiheit der Abgeordneten. Wie würdest du mit der Situation umgehen, wenn es zwischen der Basismeinung und der persönlichen Meinung Abweichung gibt und du vor einer Abstimmung stehen würdest? Na, zuallererst würde ich mir natürlich anschauen, wenn es da Diskrepanzen gibt in einer Einschätzung eines Sachverhaltes oder sozusagen einer Gesetzesinitiative. Wo liegen da jetzt die Standpunkte? Wie sind die Argumente? Und die sozusagen die Einordnung, woher das kommt, warum manche Leute dafür oder dagegen sind. Es ist natürlich uns allen auch klar, dass Inhalte nie zu 100% passend in ein Gesetz gegossen werden, sondern dass Programme und Inhalte und Abstimmungen ja immer auch ein Kompromiss sind. Und also es gibt nicht diesen 100%-Ansatz. Ne? Also auch das sozusagen das Negativbeispiel davon, ja, das ist alternativlos. Ist halt auch abzulehnen, sondern es ist halt immer eine Kompromissfindung. Und ich für mich persönlich muss sagen, dass ich einen Kompromiss in Inhalten immer darin finden möchte, so viel wie möglich unter einen Hut zu bringen. Und ja, das ist sozusagen meine Herangehensweise, wenn es dann halt Unterschiede gibt zwischen meiner Meinung in einer politischen Arbeit zu einem speziellen Thema und dann halt zu teilen, weil man kann das auch nicht pauschalisieren, sondern zu teilen der Piratenpartei dann halt. Ne? Es kommt ja immer darauf an, auch welche Strömungen und wie viele Strömungen es halt zu einem gewissen Sachverhalt gibt. Okay, vielen Dank. Das waren die 5 festen Fragen. Dankeschön nochmal. Mhm. Bevor wir zu den anderen Fragen kommen, magst du irgendwas trinken oder so? Ich will das nicht so ganz zwanghaft machen. Ja, gerne. Willst du dann trinken, erstmal einen Schluck zwischendurch? Ich hab's da hinten. Frage an die Technik. Gibt's von irgendwoher Fragen an den Roman? Okay, dann sind wir ganz Ohr. Also ich verlese. Ja. Roman, wie wirst du im Wahlkampf deinen Beruf, deine Familie, deine Freizeit, deine Basisarbeit, deine Vorstandsarbeit und deine Termine als Listenkandidat zeitlich vereinbaren? Ja, das ist... Erst einmal gebe ich dir nochmal ganz kurz Bedenkzeit. Falls noch Fragen sind aus dem Publikum, ne, immer Hallo sagen, ja? Jetzt dann zu dieser Frage aus dem Stream. Ja, also uns ist allen klar, dass die Wahlkampfphase eine sehr hohe Belastung darstellt, zeitlich, und es ist, glaube ich, auch so ein nahtloser Übergang in den Beruf des Politikers, was so das Zeitbudget angeht. Was man so halt mitkriegt, ist, dass die halt auch nicht irgendwie einen 8-Stunden-Job haben und den dann halt mit Stechuhr angehen und wieder dann da rausgehen und das ist dann sozusagen für die gegessen, sondern das ist schon so ein, ja, die Vertretung sozusagen der Wähler ein sehr zeitaufwendiger Job ist. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, dazu braucht man halt ein gutes Zeitmanagement.
ich werde meine Prioritäten, sage ich mal, auch so setzen, dass ich zum Beispiel meine Familie auch nicht übermaßen vernachlässigen möchte. Die sind mir sehr wichtig. Und meine Arbeit als Vorstandsmitglied werde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Ich habe mir auch dazu noch weitere Gedanken gemacht, inwieweit sozusagen die Arbeit, die ich jetzt gerade tue, und das zusätzliche Arbeitspensum, was dann auf mich zukommen würde, wie ich das vereinbaren kann. Und ich werde auch an einigen Punkten mich zurücknehmen müssen. Und was, dann kommen wir wieder zur Selbstständigkeit, zum Thema Arbeit. Bei mir ist, wie gesagt, da eine gewisse Flexibilität drin aufgrund der Selbstständigkeit. Aber ich möchte die auch nicht ganz eindampfen, sagen wir mal so. Und es gibt ja so die heiße Phase des Wahlkampfes, wo man ja auch gesetzlich vereinbart, da einen Urlaub bekommt. Und dass ich sozusagen auch in der heißen Phase viel aktiver bin und da die Arbeit in der Selbstständigkeit zurückstelle. Ich hoffe, das war ein bisschen hinreichend erklärend. Okay, danke schön. Das ist ein sehr umfangreicher Punkt. Ja, danke schön. Ich habe eine ganz kurze Frage dazu, vielleicht, weil es nicht auch alle Leute verstanden haben. In welchem Ort? Ich bin stellvertretender Landesvorsitzender von Sachsen-Anhalt. Okay, gut, das war für mich, damit ich das weiß. Dankeschön. Haben wir weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, wer? Roman, wie möchtest du die Menschen erreichen, die nicht über soziale Medien kommunizieren? Das ist auch eine sehr gute Frage. Und zwar ist es nur ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, über soziale Medien zu kommunizieren. Der andere Teil ist halt über klassische Medien, also Massenmedien zu kommunizieren, was ein Ansatz ist, mit solchen Leuten zu interagieren. Da ist es halt schwierig, weil die Kommunikation dann sehr einseitig ist. Da steht in der Zeitung halt, der hat das gesagt, und dann wird da ein Bild vermittelt. Das ist aber eine Option, die nutzbar ist und die zu nutzen sein muss, sozusagen im Wahlkampf. Die andere Perspektive ist, die andere Option wäre, einen Straßenwahlkampf natürlich zu machen, also rauszugehen und Infotische zu machen, Straßenwahlkampf, öffentlichkeitswirksame Aktionen und direkt mit den Bürgern in Kontakt kommen. Weiter darüber hinaus ist es auch in der Diskussion gewesen, für die Oberzentren in Sachsen-Anhalt, für die 3 Monate des heißen Wahlkampfes, direkte Bürgerinteraktionsstellen zu schaffen, also sozusagen ein Wahlkampfbüro, wo man da auch direkt hingehen kann und das auch so besetzt ist, natürlich dann durch die Freiwilligen, dass dieser Austausch stattfinden kann. Okay, danke schön. Wie viele Fragen hatten wir jetzt aus dem Publikum noch? Eine oder? Zwei, okay. Drei, zwei haben wir schon. Ich würde noch mal einen aus dem Stream nehmen, ist das in Ordnung? Oder? Ja. Auf jeden Fall, es kommt dann. No? Dann nehmen wir mal kurz hier aus dem String. Ich verlese. Die Piraten sind in den Umfragen abgestürzt. Welche Elemente haben dieses verursacht? Und wie kann man diese rückgängig machen bzw. verbessern? Es geht weiter. Roman, wie stehst du zu einem verbindlichen Redaktionsstatus in Sachsen-Anhalt oder auch im Bund? Ein Redaktionsstatus ist die juristische Flexibilisierung der Rechte von Verlagen, Redaktionen, in Klammern Kompetenzabgrenzungen, bei Presseverlagen, aber auch zwischen Internethierarchien und verantwortlichen Redaktionen in den öffentlichen, rechtlichen Rundfunkanstalten. Der Inhalt solcher Statuten umfasst insbesondere die Einrichtung von Redaktionsvertretungen und Regelungen zur Beteiligung von inhaltlichen Streitigkeiten sowie Informations-, Anhörungs- und Mitwirkungsrechte. Redaktionsvertretungen werden gelegentlich auch als Redaktionsvertretung oder Redaktionsausschuss bezeichnet. Bevor du antwortest, stelle ich fest, dass das gerade 2 Fragen waren? Ja, das waren 2 Fragen. Es sind 2 Fragen.
Das waren zwei Fragen. Da würde ich jetzt sagen, die kommen aus dem Stream, ne? Möchte ich Ihnen entschuldigen bitten, aber ich möchte das etwas gerecht laufen lassen und deswegen würde ich jetzt den Roman aussuchen lassen, welche Frage er beantwortet der beiden, weil das zwei Fragen waren. Und möchte demjenigen, der diese andere Frage gestellt hat, nochmal bitten, seine Frage direkt an Roman auf einen anderen Kommunikationsweg zu stellen, damit wir eine gewisse Gerechtigkeit haben, auch gegen Zuschauern gegenüber. Und auch hier bitte ans Publikum dann eine Frage, bitte, ja? Okay. Ja, also ich würde gerne auf die erste Frage antworten. Es geht um die Umfragewerte. Dazu möchte ich halt noch was grundsätzlich sagen, weil das auch im Wahlkampf für uns ziemlich wichtig sein wird. Wir dürfen uns nicht wie die Schlange vom Kaninchen oder wie das Kaninchen vor der Schlange auf diese Umfragewerte drauf verlassen. Wir schränken uns da selber in unserem Denken ein und mehr oder weniger malen wir damit einen Teufel an die Wand. Also das heißt, wenn wir die ganze Zeit mit dem Finger drauf, wir haben nur 2%, wir haben nur 2%, wir haben nur 2%, egal was wir machen, dann werden wir auch nur 2% kriegen. Ja, das ist auch eine Kopfsache und das ist auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, der wir da nachlaufen. Und davon müssen wir uns lösen. Das ist genauso auch ein Element wie Lagerwahlkampf, schwarz-gelb oder rot-grün und da gibt es nichts dazwischen oder sowas. Wir sind immer noch in der Demokratie, wo es letztlich darum geht, eine Vertretung des Wählers mit seiner Stimme in einem Parlament zu haben. Und da ist es vollkommen irrelevant, wie das vorher das Szenario aussieht, was dann danach irgendwie nach der Wahl zu sein hat. Das ist völlig irrelevant. Es geht nur darum, wer uns vertraut, wer uns seine Stimme geben möchte und dadurch durch uns in die nächsten 4 Jahre repräsentiert wird. Und alles andere, das sind unzulässige Zuschneidungen meiner Meinung nach der Zukunft. Das ist muss man sehr, sehr kritisch sehen. Und wo sind unsere Prozente hin? Das ist eher, wir sind als Partei auch ein ungewöhnliches Phänomen, sage ich mal. Wir sind halt mit diesem Internet groß geworden und sind von der Kommunikationsstruktur und auch von der Mitgliederstruktur her komplett verschieden von den anderen Parteien. Das heißt, dass wir alle kleine Pressesprecher sind zum Beispiel und dass wir mehr oder weniger alle die öffentliche Meinung auch so ein bisschen beeinflussen wollen und auch offen miteinander reden und genau in dieser Offenheit halt auch gerne dieser Streit gesehen wird und die negativen Sachen. Letztendlich ist das Bild, was Massenmedien was Massenmedien von uns zeichnen, ein sehr selektives Bild. Und das, was sozusagen das soziale Netz, was sozusagen uns drumherum zeichnet, der Gegenpart dazu. Und wir sind genau auf dieser Schwelle und wir müssen halt schauen, was wir damit anfangen wollen. Schöner Endspurt. Ich hoffe, dass deine Gedanken zu Ende bringen können. Ja. Nein, das... Das ist okay, ich bin auch darauf angewiesen. Also wie gesagt, weil es wäre unhöflich, jetzt den Roman gegenüber auf die Uhr zu schauen oder hier allen anderen gegenüber. Deswegen Dankeschön, damit das so deutlich ist. So, jetzt muss ich mal fragen, wer war denn der Erste von den drei, die noch hier waren? Ich glaube, ich war das. Ja, dann bitteschön die Frage an Roman. Roman, während deines Wahlkampfes und auch sollte es tatsächlich so weit kommen, im Bundestag später, werden dir natürlich Leute Wünsche vortragen oder Anliegen vortragen als Bundestagskandidat. Wie gehst du, oder auch später als Mandatsträger, wie gehst du denn generell mit Wünschen um, die dir nicht in Anführungszeichen in den Kram passen? Weil es kommt ja alles, kommt ja nicht bloß Leute zu einem, die einem bei einem auf den Türen einbringen. Ja, krasse Frage. Und zwar mit Wünschen, die mir nicht im Kram passen. Da interpretiere ich halt mal so ein bisschen raus, dass es auch meiner politischen Philosophie entgegensteht halt. Ne? Und wenn sie mir nicht in den Kram passen, okay, passen wir auf, wir machen es folgendermaßen. Und zwar, wenn die mir sozusagen komplett zuwiderlaufen, das heißt meiner eigenen moralischen, ethischen Grundsätze zuwiderlaufen, dann werden die komplett ignoriert und dann fallen die hinten runter und es ist fertig. Wenn irgendwo ein leichter Zweifel dran sein sollte, dass diese Vorschläge oder diese Wünsche irgendeine gewisse, einen gewissen Grundsatz haben für eine Relevanz, dann werde ich die, sagen wir mal, delegieren oder zur Analyse freigeben. Ja? Das heißt sozusagen näher beleuchten, was sind die Hintergründe, woher kommt der Wunsch, was bedeutet er, was wären die Auswirkungen davon. Und wenn der Wunsch sozusagen für mich sehr selbstverständlich ist, dann werde ich halt schauen, inwieweit der
jetzt in meiner eigenen politischen Agenda Priorität hätte und würde ihn dementsprechend einordnen. Aber letztendlich ist es halt so, dass ich bei Unsicherheit mich immer mit meinem Team rückkoppeln werde und immer mit meiner Basis, also meiner Basis sozusagen, halt über unsere Feedback-Kanäle, was halt das Liquid Feedback oder was halt Mailinglisten oder was so weiter sind. Also das ist für mich so ganz wichtig. Okay, Dankeschön. Eine Frage haben wir noch. Ich will mal fragen, ist im Stream noch was? Wie bitte? Jetzt habe ich ein Problem. Wollen wir es gerecht verteilen oder der Stream hat Vorrang, höre ich? Dann. Ja, weil das ja für alle gleich ist. Dann, ne, dann hätte, sonst würde man unweigerlich irgendjemanden benachteiligen oder sofort. Ich gebe aber, natürlich habt ihr die Möglichkeit, gerade die Anwesenden nachher oder den Roman ja später auch noch zu fragen. Ne? Dann bitte die letzte Frage aus dem Stream. Ich verlese. Welche eigenen Erfahrungen hast du als Hallenser Pirat im Oberbürgermeisterwahlkampf in Halle gesammelt und kannst du sie als Listenkandidatur für den sachsen-anhaltweiten Wahlkampf einbringen? Ja, okay, darauf würde ich gerne so antworten, dass ich nicht nur beim Oberbürgermeisterwahlkampf dabei war, sondern schon halt 2009 ziemlich viel gemacht habe. Das heißt, für das südliche Sachsen-Anhalt mehr oder weniger die Wahlkampfkoordination übernommen habe, mich auch mit der Bundesebene vernetzt habe und demzufolge in der heißen Phase die letzten 2-3 Monate halt sehr den Überblick hatte, was in Sachsen-Anhalt passiert. Und genau aus diesen Erfahrungen heraus weiß ich auch, dass das, ja, es wird sehr viel auf uns zukommen, es wird sehr viel eventuell auf mich zukommen und es gibt auch sogenannte, oder ich würde es mal als zwei Klassen oder zwei Komponenten Wahlkampf bezeichnen, und zwar vor Ort in der Region in Halle direkt aktiv sein und vertreten sein in seinem Wahlkreis mehr oder weniger und dann halt für die Liste für ganz Sachsen-Anhalt unterwegs sein und aktiv sein. Und das muss beides in Kombination stattfinden. Und an der Stelle würde ich auch gerne noch meine Punkte dazu sagen, und zwar ich glaube, es ist ziemlich schwierig, beides zu machen. Also mit unseren beschränkten finanziellen und logistischen Mitteln ist es schwierig, einen Gesamtlandeswahlkampf zu machen als Listenspitzenkandidat und gleichzeitig auch so so präsent zu sein, genau, danke, dass man halt auch seinen Wahlkampf, seinen Wahlkreis gut abdecken kann. Da bin ich halt selber noch ein bisschen unschlüssig und ich glaube, das würde ich gerne noch weiter mit euch diskutieren. Das war's. Gut, Dankeschön. Dann haben wir die 5 Zusatzfragen ohne unsere Glaskugel geschafft. Dankeschön an den Stream für die Beteiligung bisher. Wie gesagt, euch biete ich an, dass er den Roman das nachher noch fragt. Wir sind dann durch mit der Zeit und machen jetzt 10 Minuten Pause, bis wir mit dem nächsten Kandidat fortfahren. Das ist dann der Ralf. Also 10 Minuten Pause.